Also heute früh haben wir wieder unseren Campervan abgeholt. Ist wieder ein juicy Campervan geworden. Und jetzt sind wir erstmal eine Stunde gefahren, haben Auckland verlassen und sind jetzt hier in Pia. Und wir schauen jetzt gleich mal zum Strand. So ein Strand mit schwarzem Sand und einen Wasserfall schauen wir uns auch noch an. So, wir versuchen es auch ein bisschen weihnachtlich wenigstens zu machen. Und deswegen haben wir uns ein bisschen grünes Lametta hier vorne an das Fenster gelegt. Auf den Weg zurück. Der ist sehr kalt, steinig und vor allem rutschig. So, und jetzt geht es wieder zurück vom Wasserfall. Jetzt schauen wir mal zum Strand. So, und jetzt geht es erstmal an den Strand. Und das Besondere am Strand ist, dass der so einen schwarzen Boden hat, aus Lavastein. Der Strand glitzert übrigens und ist verdammt heiß. So, wir sind hier oben nochmal auf einem Lookout, eine Aussichtsplattform. Und ich weiß nicht, ob man das sieht. Da, wo die ganzen Menschen auf einem Platz hocken, ist die einzige Stelle, wo man baden kann, weil es nämlich sehr starke Strömungen hier gibt. Es gibt sogar auch eine TV-Sendung, die heißt Pia, also so wie der Strand, Pia's Rescue. Vielleicht so eine Art Baywatch, weil die eben die Leute dann aus dem Meer hier gerettet werden. So, und jetzt laufen wir weiter zum nächsten Aussichtspunkt. Nochmal zeigen. So, jetzt geht's wieder zurück. Und weiter geht die Fahrt. Chris muss nur noch aufmachen. Ja, sofort. Wir sind jetzt hier mit dem Auto auf die Coromandel-Halbinsel gefahren. Und unser erster Stop hier ist der Hot Water Beach. Hier ist irgendwie unter dem Strand Lavagestein, was dann auch so heißes Wasser verursacht. Und dann kann man hier am Strand Löcher mit einem Spaten buddeln und sich dann reinsetzen. Ist eine Art Whirlpool. Probieren wir jetzt auch mal aus. Wir haben ein Loch gefunden für uns. Und? Wie ist es? Warm. Das Graben haben wir uns jetzt gespart. So, Chris schaufelt uns jetzt nochmal unseren eigenen Whirlpool. Und ich kann euch sagen, es ist sehr, sehr heiß. Also an manchen Stellen sogar zu heiß. Da verbrennt man sich schon ein bisschen. Aber wir haben ja danach das Wasser zum Erfrischen. So, nachdem wir jetzt bei den heißen Wasser baden waren, sind wir jetzt ein Stück mit dem Auto weitergefahren und sind jetzt hier in der Nähe von der Cathedral Cove und müssen jetzt ungefähr noch 40 Minuten wandern und dann kommen ein paar schöne Buchten und Steine.
bei der Cathedral Cove. Das ist diese besondere Steinformation. Und wenn man sich diesen Eingang anguckt, sieht es eben aus wie so ein typischer Kathedraleneingang. Das ist auch noch so ein ganz spektakulärer Wasserfall. Den kann man gut als Dusche benutzen. Guten Morgen, heute ist ein neuer Tag und heute ja, geht es wieder weiter mit den Campervan. Wir fahren jetzt aus Coromandel raus Richtung einer Schlucht und die hat einen ganz komplizierten Namen. Ich glaube, ich sage euch den einfach, wenn wir da sind. Wir sind jetzt hier an der Karanga Hacky Gorge oder wie auch immer man das hier ausspricht. Und das ist ja, eine Schlucht, wo früher auch Gold abgebaut wurde. Und jetzt wandern wir ein bisschen entlang ja, der Goldstrecken, wo auch solche alten Eisenbahnlinien lang führen. Genau, wir machen jetzt den Rail Trail Loop. Vor uns liegt jetzt so ein alter Eisenbahntunnel. Gehen wir jetzt mal rein. So, jetzt geht's rein in den dunklen Tunnel. So, wir befinden uns jetzt vor der Woodstock Battery. Das sind die Überreste von einem Unternehmen, das im Goldminenbereich tätig war. Und zwar haben sie hier das Gold und Silber weiter bearbeitet. Aber da gab es immer wieder Sachen, die dazwischen gekommen sind. Es wurde überflutet, dann haben die Finanzen nicht gereicht, dann war die Technologie schon wieder alt. Also sie mussten es immer wieder neu aufbauen, aber es stand eine ganze Weile. So, jetzt sind wir an den Schienen. Ich frage mich nur, wo der Waggon ist, der mich hochzieht. So, jetzt geht's weiter zum Window Walk und auch zum nächsten Tunnel. Aber der ist schon ein bisschen kleiner. Also für mich okay, aber weiß nicht, ob andere durchpassen. Pass auf durch. So, jetzt mussten wir die Handytaschenlampe einschalten, weil es ist hier stockfinster geworden in diesem Tunnel. Ich muss jetzt hier auch mal den Nachtmodus aktivieren. Uhuhu. Oh, da hinten ist wieder ein Licht. Geschafft! Und diesen Weg hier geht es jetzt gleich zurück. Schön in der Schlucht lang. Und jetzt geht es über eine Brücke. Waren wir gerade